rein und dann die Pinsel. Wer hat's erfunden? Der Marius hat's erfunden. Das Schwert. Das kann ich nur singen. Nee. Man macht eine Musik, die für dich typisch ist, die aufs Band mit soll. Echt? Ja, du hast ganz peinlich. Der härteste Drum and Bass Shit. Also ich grüße unsere Zuhörer aus Übersee und möchte Ihnen heute einen ganz besonderen Gast vorstellen. Wir haben lange gebraucht, bis er zu uns gekommen ist und dürfen ihn endlich begrüßen. Das ist der Herr Max von Bismarck. Und erstmal herzlich willkommen. Und Sie wollen uns heute ein bisschen über Ihre momentane Situation erzählen und auch über Ihre künstlerische Freitätigkeit. Sagen Sie doch mal, wie geht es Ihnen überhaupt jetzt bei dieser ganzen Krise? Alle reden von Umbruch und von schlechter Konjunktur. Wie geht es Ihnen dabei? Super. Super. Was macht's aus, dass es Ihnen so fabulös geht? Was soll ich denn noch für eine Frage antworten? Du sollst sagen, was du sozusagen, was du machst. Was sind deine Pläne, deine Ziele, deine Pläne? So ein Tabak kann man nicht ohne Filter rauchen. Das ist so krass. Ich habe noch zwei Filter in meiner ersten Staffel, aber. Nochmal Pause mal ein Stückchen. Nee. Ja, auf meiner Maschine. Achso, Sie haben sozusagen keine Pläne, Projekte und Ziele. Aber wie ist Ihrer künstlerischen Freizügigkeit in den letzten Wochen und Monaten so entstanden? Was hast du denn gemacht in der letzten Zeit? Ja, dann machst du wie unsere Politiker, viel reden und nichts sagen. Genau. Genau, und aber irgendeinen Scheiß. Wir sind jetzt von Amt und Mandat erzählen. Ja, genau. Erklär uns das. Und vor, beziehungsweise da oben auf dem Tisch steht einer. Also willst du wahrscheinlich nicht aufstehen, jetzt kann ich verstehen. Das hat doch nicht geklappt. Das oder so? Nein! Oh, das darf Nick auf keinen Fall sehen. Das ist... auf Band, gut. Also mein Bildschirm, wirklich böse kann ich nicht sein. Passiert. Die Situation ist diese jetzt hier. Die erkennt man sowieso nicht. Ja.